So, hi und herzlich willkommen zu einem zu einer kleinen Runde Scum. Moment, ich muss was schreiben. Okay, das passt. So, dann wollen wir mal, würde ich sagen, weil ich muss hier kurz noch das hoch, das runter. Okay. Was zum... Das ist nicht euer fucking Ernst. Jemand hat mein Boot geklaut. Nein, da war mein Rucksack drin. Oh, mein Stuff. Nein, mein Essen, mein Trinken. Da war alles drin. Fuck. Da war... Nein. Welcher Arsch hat mein Boot geklaut? Vielleicht ist es abgetrieben worden. Habe ich noch was zu essen hier dabei? Was zu trinken? Die Cornflakes habe ich bei mir gelassen. Das Mehl. Meine Waffen. Fuck. Okay, das ist mega beschissen. Okay, vielleicht ist es nur abgetrieben worden. Ich mach mal keine Panik. Vielleicht ist es nur abgetrieben. Ich muss aber ganz kurz noch was einstellen, fällt mir ein. Wartet mal. Controls. Warte mal. Sound. Push to talk. Ja, ich würde gerne Push to talk. Combat. Weapons. Weakers. Modes. Chat, zum Reden halten B. Okay, mittlere Maustaste ist besser. Okay, ich muss meine Karte, ich muss mein Boot suchen. Shit. Habe ich das falsch eingepackt? Hätte das nicht dort stehen dürfen? Was hatte ich denn alles in mein Boot gepackt? Ich weiß es nicht mehr. Shit. Mein anderer Rucksack war da drin. Nein! Oh, ich bin schon wieder dunkel. Fuck, fuck, fuck. Ich denjenigen erwische. Ich guck mal hier unten. Hier irgendwo. Nein. Sieht nicht so aus. Vielleicht da vorne in der Stadt. So. Okay, ja, dann ich weiß noch nicht, wie spät es ist, aber dann werde ich mal zur Stadt gehen und gucken, wie ich mein Boot da wiederfinde. Und wenn es regnet. Ach, shit. Geld habe ich auch keins mehr. Ich habe kein Geld mehr. Ah, gut. Dann let's go. Ich denjenigen erwische, der mein Boot geklaut hat. Der ist sowas von dran. Ich hoffe, mein Mikro in Game geht. Heute ist noch eine kleine Runde, Scum. Eine kleine Runde. Ich weiß nicht, ob wir heute jemanden treffen oder nicht. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Jetzt mal OC. Vielleicht hätte ich nicht in die Safe Zone stellen sollen. Kann sein, dass es da despawnt. Das wäre dumm. Ich hätte es außerhalb irgendwo stehen lassen sollen. Ach, shit. Du kriegst meine Wut zu spüren. Thank you.
Lief gut? Können besser laufen, lief aber okay. Ach, und gleich rumpelt's wieder. Um ist das Haus. Wir gehen erstmal wieder in das Haus und looten ein bisschen. Jetzt brauche ich natürlich wieder Geld. Jetzt muss ich wieder Geld looten. Boah, das ist ein herber Rückschlag für Shiva. Oh, das ist ein Rückschlag. Und Flame, hi. Hi, hi. Das ist ein fucking Rückschlag. Ich glaube, Shiva wird sich dann gleich mal bei der Tavernenwirtin da ausheulen gehen. Ist auch noch offen? Das ist offen? Okay, kann sein, dass hier jemand war. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Ich weiß nicht, wie weit der Range ist von dem Mikro, von dem Ingame Voice. Ist da was drin? Ich geh mal gucken. Der Neura, einen wundervollen guten Morgen. Du wirst von einem kleinen Goblin angegriffen. Okay. Oh, warte mal. Da war ein Gummiband. Das sind die Gummihandschuhe. Warte mal. Das Ding können wir doch bestimmt verticken, oder? Die Herdplatte. Komm. Nehme ich mit. Scheiße, das heißt, ich muss jetzt wieder neue Loot-Runde machen, ey. Kacke. Naja, gut. Ey. Warum ist hier noch irgendwo Zeugs, ey? Nee, dass hier jetzt gerade schon jemand gelootet hat, dass hier irgendjemand war. Mir geht's ganz okay. Und dir, der Neuro, wie geht's dir? Weil ich es nicht gerade schon gefragt habe. Ich bin gerade ein bisschen lost. Ein bisschen lost. Ich gucke jetzt nicht erst nach oben, ich gucke jetzt erstmal hier. Wenn was kommt, werden wir es hören. Hier ist halt nirgendwo was drin, ne? Schon verdächtig. Okay, das lief überraschend gut. Ich habe voll den Kopf getroffen, das war gut. Okay, da hier was lag, also da hier ein Zombie lag, glaube ich nicht, dass hier Baumwollshirt. Hinten noch. Jetzt würde ich gerne mal auf die andere Seite gehen und gucken, ob das Boot vielleicht wieder da ist. Ich meine, ich könnte Lucky haben und das Boot ist noch ist wieder da, ist wieder respawned. Das wäre natürlich toll, aber ich bezweifle, dass ich das Glück habe, dass das Boot respawned ist. Nee. Hier Müllbeutel noch was vielleicht? Nee. Auch nichts mehr. Gar nichts drin. Oh, was haben wir hier? Was ist das? Meersalz. Toll. Das hängt mit dem oben drüber zusammen, ne? Da war doch was. Okay, einmal hier rum. Hemden. Willst du mich trollen? Ich habe die gekauft für teuer Geld. Und jetzt finde ich die? Wirklich? Alter,
Hat dir jemand Spiele zu empfehlen? Scum ist ganz cool. Stellaris ist geil. Vielleicht nehme ich heute noch was auf mit Stellaris. Irgendwie Bock drauf. Oh, Satisfactory ist nice. Gibt's noch? Noch so viele andere Games, ey. Was? Höh! Verpiss dich! Mach, dass du Land gewinnst. Oh, das wollte ich nicht. Oh, toll, das ging nicht, wenn ich das... Züchtig. Starfield wird gespielt, sobald es raus ist, ja. Warte mal. An welchem Datum kommt Starfield raus? Moment, an welches Datum kommt Starfield raus? Also ja, also das wird gespielt, sobald es raus ist. Beziehungsweise sobald ich es habe. Kann man es nicht am 8. 6. September. Okay, das wird nicht am Release-Tag gespielt. Das wird leider nicht am Release-Tag gespielt, weil da bin ich nämlich nicht da. Ich bin im Krankenhaus. Wahrscheinlich. Aber sobald ich dann wieder da bin, dann spielen wir das. Dann spielen wir das. Dann suchten wir da rein. Okay, Schlüssel. Das ist so kaputt, das lasse ich das mal. Ignoriere ich es mal. Das ist zu. Hello there. Voll den Kopf erwischt. Marco, hi. Hi, hi. Dankeschön für deine Bits. Dankeschön. Ein Schal, wie geil. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Den Schal. Marco, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Was macht die Kunst? Ich freue mich am Freitag schon auf Borderlands. Das wird cool. Mein Rucksack wird immer voller. Eine Wasserflasche. Hoffentlich kann ich die auffüllen. Diesmal, das wäre toll. Alles Paletti, das hört man doch gern. Ich werde Starfield wahrscheinlich erstmal auslassen, aber bestimmt bei dir verfolgen. Ist mir für den Anfang so. Ja, ja, anfänglich sind die halt immer knackig. Aber sobald ich dann wieder da bin, dann können wir da reinsuchten. Ich weiß auch noch nicht, wann das sein wird. Ich denke so um den 10. rum. Hoffe ich. So, das müsste es eigentlich gewesen sein. Oh, scheiße, hier war der Bär, ne? Kacke, hier war ja der Bär. Ich hab's vergessen. Ich wollte ja extra nein. Weil die Schweine mein Boot geklaut haben. Ich wollte. Da hat's geraschelt. Oh, bitte lass den Bär nicht mehr hier sein. Ich würde vielleicht sogar gerne nochmal dahinter rennen und mal gucken, ob wir unser Boot wiederfinden irgendwie. Das wäre halt irgendwie schön. Ja,
Der Bär ist letztens hier hingerannt, ne? Der wird doch bestimmt respawned sein irgendwo anders, oder? Also hier despawn und irgendwo anders, dann... Der wird doch nicht hier bleiben, oder? Ich glaub's nicht. Dem Auto hatte ich auch noch was zwischengebunkert, ne? Was hatte ich denn hier zwischengebunkert? Ah, die Töpfe, alles klar. Was hat hier gerade geknarzt? Okay, gehen wir mal in das Haus. Okay, kein Zombie hier. Sehr schön. Pancho, ich werde jetzt einfach heute bloß ein bisschen farmen. Ein bisschen was, dass wir hier Geld bekommen machen. Sie kommt wahrscheinlich auch kurz darauf. Hab ich auch hier beschäftigt. Das glaube ich. Ich hatte jetzt so ewig nicht mehr ins Dasse. Du hast mal reingeguckt, ey. Uno. Muss ich auch mal dann demnächst wieder machen, wenn ich da mehr einen Kopf für habe. Achso, das geht nicht. Ein Unterhemd? Okay. Ein Mimimimimesser. Zack. Okay. Oben wird safe ein Zombie drin liegen. Draußen liegt nix. Wer hat gesessen? Ich mach mal lieber Türe zu. Ich mag keine Überraschungen. Ein Soßenkochbuch. Oh, lol. Okay. Draußen war nix, ne? Nee. Den Topf lasse ich weg. Ich habe schon zwei Töpfe. Und noch eine Hippie-Hose. Okay. Ja, der Neura, ich trinke einen Schluck. Warte. So. Ich überlege, ob ich echt jetzt mal zu seiner anderen Dorf latsche und gucke, ob das Boot vielleicht respawned ist. Weil ich habe hiervon an den Stegen halt auch nicht wirklich geguckt, ne? Wie ich die ganze Zeit nur gucke, ob ich irgendwo diesen scheiß Bär sehe. Ich habe vier Schuss in der Pistole. Ich weiß nicht, ob der One-Hit wäre, wenn ich den im Kopf treffen würde. Ich würde es sogar mal bezweifeln. So, da fällt mir was ein. Oha. Ah. Die anderen sind auch nicht untätig schon. Ach nö, das Höllenhuhn schon wieder, nö. Sehe ich nicht. Mm-mm. Nein, sehe ich nicht. Ich würde gerne hier vorne mal ins Wasser auch gucken, aber... Ich überlege, ob wir uns das gelbe Haus annehmen. Schön zentral. Da wird doch nicht despawnen wahrscheinlich. Ja, das Haut ist auch da.
Das ist wahrscheinlich halt wirklich irgendwo hinter dem Haus. Das können wir mitnehmen zum Verkaufen. Hey, kann ich das nicht hier reinschmeißen? Oh. Okay, geht nicht. Das können wir auch noch mitnehmen. Habe ich denn noch jetzt irgendwas brauchbares Feuerzeug? Habe ich auch noch. Ein Dietrich habe ich noch. Den Kleber. Ich weiß nicht, ob wir den Kleber für irgendwas brauchen. Warte mal, das können wir auch noch verkaufen, denke ich. Ich würde sagen, wir looten hier mal noch ein Häuschen oder sowas. Wir looten hier noch ein Haus oder so. Oh, was ist denn das? Ein Whisky? Oh, ein Whisky. Ich habe keinen Platz mehr, ne? Das können wir essen. Eine Zwiebel. Dann schmeißen wir das Meersalz hier unten rein. Nee, geht nicht. Warum geht das nicht? Ist das zu groß oder was? Ja, okay, dann machen wir das so rum und schmeißen das Meersalz hier rein. So. Aber ich habe diesen besseren Rucksack behalten, ne? Den anderen habe ich ja, der billigere Wanderrucksack, der ist ja, der ist weg. Nope. Nope. Okay, hier ist nichts mehr. Hängt das zusammen, ja. Oh nö. Also mit einem Baseballschläger weiß nicht, ob ich dann mich mit sowas anlegen möchte. Eher ungeil. Ist so gerade gar nicht aufgewacht, ne? Überraschenderweise. Oh, jetzt. Kam aber schon ein bisschen spät, ne? Das kam ein bisschen spät. So. Lass mal kurz zurück, verkaufen ein bisschen was. Dann gehen wir nochmal hier vorne zum Wasser. Und dann hinten zum Wasser. Ich will mein Boot wieder haben. Ich will mein Boot wieder haben. Vielleicht haben wir ja Glück. Und es ist echt ein Respawn. Dann könnte ich das RP-technisch auch gut verkaufen. Ich hab Hunger. Ich hätte gern wieder ein bisschen Geld, ne? Achso, vielleicht können wir die Flasche, ja. Hat die jetzt ausgetrunken? Nee. Trinken. Warte mal, vielleicht können wir die Flasche ja auffüllen. Vielleicht geht die ja. Wo war denn das Ding zum Auffüllen? Das war doch gleich hier vorne irgendwo, ne? Gegenüber von der Polizeistation da drüben war das doch irgendwo, oder? Nee, das war der falsche. Das will ich haben. Ja. Das heißt, oben rum bei der Polizeistation vorbei und da rechts war, glaube ich, der Brunnen. Ist hier oben eigentlich Wasser drin? Nee, das nicht. Wo war denn das? Hier. Trinkwasser. Ja, ist Wasser drin. Okay. Okay, wir haben eine kleine Flasche mit Trinkwasser. Ah, genau, hier runter und dann rechts irgendwo war das. Sind keine Zombies? Lockpicks habe ich aber jetzt auch nicht mehr. Das heißt, das brauche ich nicht versuchen gerade. Hier ist auch offen. Hier sind nur keine Zombies zu hören. Guck
Kurz mal ein bisschen Ausdauer regenerieren. Why? So, nun kann ich hier reinhüpfen. Durch das Fenster. Ach lol, das geht. Welche ist denn das jetzt gewesen? Das ist diese kaputte, willst du mich trollen? Wow, das geht nicht. Achso, warte mal, ich kann ja. Moment, kann ich nicht? Alles trinken, ausgießen. Füll Wasser, was du willst trinken. Ich will das. Warte mal. Kann ich das nicht darüber füllen? Wieso kann ich das nicht umgießen einfach? Okay, das ist weird. Gut, aber immerhin. Und die kleinen Flaschen wieder aufgefüllt. Das ist ja schon mal gut. Wir haben zwei kleine. Das heißt, die hier nehmen wir auch mal mit hier hin. Ich gehe gleich mal hier vorne jetzt am Wasser gucken. Weil dann kann ich dann bei dem anderen direkt durchlaufen, wenn jetzt hier nichts ist. Ich muss bloß sachte machen. Hier ist ja auch der Supermarkt. Hier war die Schule. Die war nicht so geil. Aber der Supermarkt, da können wir mal kurz reingucken. Was zu essen finden vielleicht. Shit. Das war schlecht. Guck mal da runter. Jetzt zockt er die ganze Zeit da drauf. Willst du mich trollen? Oh fuck. Knappe Kiste. Spitfire-Jacke. Ja, ich habe ein Problem. Shit. Die ist groß, nehme ich an, ne? Ja, ist sie. Hockt der immer noch da oben drauf? Kommt nicht, ne? Hängt der da oben drauf fest? Jetzt zockt er ein Stück weiter da hinten. Ich könnte schießen, aber das ist das Dümmste, was ich jetzt tun könnte. Er kommt aber nicht zu mir, ne?
Wo ist er denn jetzt? Nein. Oh. Wieso? Er steht doch hier. Jetzt habe ich ihn getroffen. Oh, hab getroffen. Ist er hingefallen? Nee. Okay. Ja. Durchs Fenster kloppen. Das ist eine Möglichkeit. Das ist so ein dicker Halt. Ist er tot? Oh, ist tot. Jetzt gehe ich in den Supermarkt. Wenn ich den Typ jetzt schon weggemacht habe, gehe ich in den Supermarkt. Was sind zwei? Oh, ich sehe, ist gar keiner da. Ich dachte, hier ist wieder ein Zombie drin. Kleber. Lol. Hier ist Zeug von dem Zombie, der gekillt wurde. Der habe nicht ich gekillt. Scheiße, ist hier jemand? Okay, ich gehe lieber zurück erstmal und verkaufe den Stuff. Straight zurück, straight zurück, straight zurück. Keine Umwege. Puh. Okay. Ich gehe wieder zur Straße hoch. Ist warm, ey. Shit. Also in-game. Ich höre einen. Jetzt ist die Frage, ist das die in dem Haus oder ist hier noch einer? Auch kurz ausruhen. Puh. Der Rucksack ist zu fett. Nee, läuft hier irgendwo. Da unten im Gestrüpp, da unten läuft jemand. Irgendwo hier, da unten. Okay, ist aber ein Stück weg. Okay, mal gucken. Ob ich noch ein bisschen Geld machen können erstmal. Mich gehört? Ja, hat er. Hast du mal hingeflogen? Wo rennst du denn jetzt hin? Ich bin hier, Junge. So schnell geht's. Okay, ich höre noch jemanden. Drüben läuft auch ein Zombie rum. Okay, ich will heute wenigstens versuchen, ob ich mein Boot wiederbekomme. Wenn ich ein bisschen Glück habe, wenn die Lootgötter mir gewogen sind, dann finde ich ein Boot. Oh, Alter, der Rucksack ist halt... Ich muss ein bisschen langsamer laufen, ey. Der Rucksack
killt meine Ausdauer aber komplett. Ich brauche die Ausdauer, wenn hier ein Bär kommt. Ich könnte nur ins Wasser rennen, aber da ist mein Rucksack wieder hinüber. So. Die Motorradstiefel kann ich verticken. Vielleicht können wir dann auch mal zu dem anderen noch da drüber gehen. Gucken. Ich würde sowieso gerne nochmal in das Krankenhaus gehen. Ein bisschen Medizin-Stuff fände ich jetzt nicht so verkehrt. Was ist jetzt... einfach hier gerade durch eigentlich. Das Haus ist irgendwo da und dann da runter. All diese Schweißperlen, die über runterlaufen. Oh Gott. Wie sieht das aus, wenn ich im First Person... Ah. Ich finde hier First und Third Person eigentlich ganz cool zum Spielen, muss ich sagen. Puh, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Puh, noch nicht, keine Müdigkeit vorschöpfen. Okay. Jetzt quer durch den Wald. Einmal da durch und dann sind wir da. Dachte, die Tropfen wären Nieselregen. Nein, das ist kein Nieselregen. Das ist Schweißperl. Weil mein Charakter schwitzt. Hier ist warm. Wie habe ich denn die Dudes genannt? Ich weiß nicht mehr. Also die Tavernenwirtin habe ich Aria genannt. Habe ich denn beim General Goods, habe ich den Herbert genannt? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich will einmal kurz irgendwo an den Baum hinhocken, ey. In ein schattiges Plätzchen. Das wäre ganz gut. Puh, erstmal kurz hier hinhocken. Ausdauer regenerieren und Schatten. Ich glaube, das Schattending hilft aber nicht wirklich. Zeug verkaufen, dann suche ich noch mein Boot. Ich muss mir was zu essen mitnehmen. Unbedingt. Für den Fall, dass ich nichts finde. Ich muss auf Zombies hier aufpassen. Wo ist? Ach, knackt doch nicht. Einfach so ein Ast knackst hinter mir, ey. Oh Gott. Okay, ich gehe erstmal zur Straße.
das zum ersten Mal hatte, da das Knackgeräusch, dachte ich, da geht gleich eine unter meinen Hufen hoch. Es ist schon hart. Das Knackgeräusch ist schon übel. Wenn wir das mit der Nachttasten hier durchlatscht, ey. Ich verjag mich da auch so sehr. Habe ich den General Goods Typ Herbert genannt? Ich weiß nicht. Ich nenne ihn einfach Herbert. Ich weiß nicht, wie der heißt. Oh, endlich geschafft. Boah, das Zeug ist so schwer. Ich hoffe, der macht mir einen guten Preis dafür. Ich muss mir wieder mehr angewöhnen, wenn ich labere als Char, dann auch im Char als Char zu sprechen. Hm? Was war da? Hallo? Hallo? Schönen guten Tag, wer sind Sie denn? Sie habe ich noch gar nicht gesehen. Freut mich, Shira. Shira. Shira, ja, cool. Ja, schön, dass Sie doch noch neues Leben. Ich glaube, wir sind Tagen durch die. Oh, Entschuldigung. Niemanden getroffen, außer ja, geht mir auch so. Ich habe mich schon gefragt, wo hier alle Lebenden stecken. Und die Leute hier sind irgendwie nicht so gesprächig. Nicht so wirklich, obwohl ich höre hier irgendwie ein Schnarchen irgendwo. Aber ich kann nicht genau aus. Das habe ich auch gerade schon gehört.